Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen App-Review. Heute stellen wir euch Doodle Jump, die App, vor. Hat bestimmt jeder schon mal gehört irgendwie. Da muss man auf andere Ebenen springen, also von einer Ebene zur anderen. Und dabei auch auf Extra springen oder so. Das geht halt mit dem Tilt-Sensor. Oder Bewegungssensor. Hier kann man zum Beispiel eine Propellermütze, sag ich mal, aufnehmen. Und bei dem Doodle Jump für den iPod Touch, es gibt das ja auch fürs Handy, aber für iPod Touch gibt es, glaube ich, 8 verschiedene Arenen. Also Themes, könnte man auch sagen. Und auf, es gibt halt überall, sehen die Monster und so anders aus. Ja, das ist jetzt das Normale. Hier kann man auch schießen. Macht eigentlich sehr Spaß, kostet aber auch 79 Cent. Das ist auch... Es gibt auch ein Spiel, was kostenlos ist, das ist so ähnlich. Das heißt Puppy Jump, aber dieses Spiel finde ich besser, Doodle Jump. Ja. Und das war's auch wieder. Tschüss.